Ich habe noch nicht viele gesehen, aber meiner, den ich bei mir in der... Oh, verdammte Scheiße. Wichser. Schieß mal einfach hier hoch, genau. Hab ich mich erschrocken. Pisskind, ey. Wieso treffe ich dich nicht? So. Oh, noch ein Schlag und ich bin tot. Aber er ist auch noch ein Schlag tot. Wichskind, Alter. Ah, Gott. So, mal weg. Das fordert mich hier, muss ich ganz ehrlich sagen. So, warte, ich mach mal jetzt hier weg. Ich könnte schwören, dass hier irgendwo mit Sicherheit ein Mob-Spawner ist. Und ich bin so dumm. Ah, verdammt. Leute, ich mache es jetzt so. Ich habe die Höhle komplett erkundet. Ich habe alles... Also, nee, ich will nicht sagen, ich habe es komplett erkundet, aber ich habe es gut erkundet, sagen wir es so. Und ich mache es jetzt so. Ich nehme jetzt die ganzen Sachen mit, stell auf Peaceful, damit keine Monster spawnen. Dann trage ich mir erstmal so die Hälfte ab oder so. Und, ja. Und da muss ja erstmal ein bisschen was laden. Ja, super. Na komm. Ja. Dann trage ich mir erstmal die Hälfte raus. Ich muss aber noch Diamant finden. Das ist das Problem. Ich muss Diamant finden. Ansonsten kann ich Obsidian nicht abbauen. Und Obsidian will ich eigentlich erstmal abbauen. Und da ist der Mond. Schön für den Mond, dass er da ist. So. Hier, das brauche ich und das brauche ich. So, damit kann ich mir jetzt wieder ein paar Sachen machen. Erstmal natürlich Stäbchen, das Wichtigste eigentlich. Ganz viele Stäbchen erstmal. So, mit den Stäbchen mache ich mir jetzt ein paar Fackeln schon mal im Voraus. So. Und aus den Stäbchen mache ich mir jetzt noch das hier. Schwerter brauche ich jetzt ja gar nicht mehr, wenn ich auf Peaceful stelle. Also was jetzt blöd ist. Ich habe keine Eisenschaufel. Keine Eisen, nicht Schaufel, sondern keine Eisenhacke. So, warte mal. Das ist jetzt wirklich blöd. Ich mache mir jetzt aus diesem ganzen Holz nochmal so viel Teile. Noch eine Werkbank. Wie immer, falls man noch einmal eine braucht. Und dann mache ich das so. Die Kohle nehme ich noch mit, die ich jetzt hier habe. Obwohl, ich kann ja eigentlich ein paar Dinger reinlegen. Hier habe ich noch ein bisschen Sand. Können ein bisschen zusammen spielen. Und dann, was brauche ich dann? Holz nehme ich wohl die Hälfte mit. Stein nehme ich ebenfalls die Hälfte mit. Und jetzt geht's nach draußen. Peaceful. Ist mir jetzt scheißegal. Ist mir jetzt auch total egal, was ihr denkt. Ich mache jetzt auf Peaceful. Und ich markiere mir den Weg bis zu der Höhle. Das mache ich. Mache ich ernsthaft. Damit ich den nachts zum Beispiel einfach sehe. Weil dann sehe ich schon so, aha, da muss ich lang. Und dann geht das auch. Ich weiß jetzt ungefähr, wo lang. Dann passt das. So. Ich hole mir jetzt so viel wie geht. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo meine Höhlenbude ist, dann würde ich erst nochmal da reingehen, weil da habe ich glaube ich noch 3 Eisen. Und damit könnte ich mir nochmal eine Eisenhacke bauen. Obwohl es wäre eigentlich sowieso ein bisschen schlauer, erstmal ein bisschen Eisen abzufarmen, womit ich mir dann wieder einen Eimer machen kann zum Beispiel. Um mir ein Eimer zu machen. Eisenspitzhacken zu machen. Die sind natürlich ein bisschen besser und nur mit der Eisenhacke kann ich zum Beispiel, ich glaube nur Redstone und ich glaube auch nur Gold abfarmen. Ja. Das war scheiße. Okay, das war jetzt eine sogenannte Sandhöhle, glaube ich, oder so heißen sie. Und zwar fliegt der Sand hier in der Luft. Ihr wisst ja, der fliegt normalerweise runter. Ja, kann ich jetzt nicht demonstrieren.
Aber ihr seht ja, der Sand fliegt. Der schwebt in der Luft. Obwohl er das gar nicht dürfte. Weil er ja normalerweise runterfällt. Und wenn man dann auf so einem Sand, der vorangefertigt ist... Chill. Der kann nicht angeleckt werden. Ja, wenn man da dann drauf was baut oder so, dann kracht er in sich zusammen. Ich kann es ja nochmal versuchen. Na, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, dass ich weiß, hier rüber. Ist das die Höhle? Nein, das ist eine andere Höhle. Ich muss ja eigentlich auch den Sandturm erkennen. Aber der ist hier nirgendwo. Das war falsch. Vielleicht habe ich ja Glück und finde hier irgendwo Eisen. Nee. Da ist Kohle, ja super. Na komm. So. Irgendwo hier. Hier über dem Hügel müsste das eigentlich sein. Die Höhle von gerade. Ja, dann hole ich mir erstmal ein bisschen Eisen. So am besten 20 Stück oder so. Womit ich mir dann Eisenspitzhacken machen kann und... Ah, da hinten ist er. Der Turm. Ist nicht so ein großer Turm, aber egal. Und damit ich mir Eimer machen kann. Das ist erstmal wichtig. Aber ich mach mal ein bisschen leiser, ey. So, sorry. Kurze Unterbrechung. Ja, es geht weiter. Ja, ich war gerade kurz auf K. Und so, jetzt... sind wir auch schon direkt wieder an der Höhle. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt noch kurz in die Höhle gehen, ein bisschen Eisen abfarmen, so vielleicht 20 Stück und auch den ganzen Rest natürlich. Und dann werde ich den erstmal nach oben kutschieren, den in Sicherheit bringen, den verarbeiten. Und oh, hier ist sogar gar nichts mehr. Kann ich das ja auch eigentlich schon wieder hier abreißen. Dann kann ich ja hier noch ein bisschen Eisen nach Stein holen. Ist jetzt egal, wenn ihr nicht seht. Braucht ja gar nicht. Ich will eigentlich nur kurz noch ein bisschen Stein holen. Um das hier zuzuschließen, dass ich hier nicht mehr hin brauche. Ach ja, stimmt, ich habe sogar noch ein bisschen Stein dabei extra. So, aber hier. Ah, Moment, kann ich auch noch kurz die Fackel mitnehmen. Aber ich finde, so ist halt immer eine gute Methode, um zu sagen, hier brauche ich nicht mehr hin, hier war ich schon, da ist nichts mehr. Finde ich, ist eigentlich ganz praktisch. Habe ich mir selbst ausgedacht. So. Gut, alles ist gut verschlossen. Da hinten ist da noch irgendwas. Geht's da weiter? Nein, ich glaube, da war eine Sackgasse. Ja, richtig gedacht. So, und das gleiche wie hier, wie gerade, meine ich. So, einfach verschließen. Die Olle. So. Sieht auch schon mal ganz gut aus. So, und dann noch so ein Teil dran platzieren. Und, oh, da geht's eigentlich nur noch hier lang. Ja, ich habe gerade, als ich auf K war, habe ich mal kurz ein bisschen so überlegt, was ich jetzt euch noch in dem Let's Play zeige. Und ich werde euch zeigen, wie ich diese Höhle jetzt hier komplett auseinandernehme. Und halt eben die Diamantenhacke und so, Obsidian, wie man das abbaut und... eben alles rund um die ganzen Materialien. Ich werde euch dann noch ein paar Sachen zeigen. So zum Beispiel kann man sich hier auch quasi eine Achterbahn bauen oder so. Mit Loren und sowas eben. Die werde ich euch zeigen. Dann werde ich noch das Haus ein bisschen verbessern. Mein Haupthaus, das werde ich nochmal komplett umdekorieren. Noch mit Wolle auskleiden und alles Mögliche. Ja komm, das reicht jetzt auch. Ich brauche nicht die ganze Scheiße hier auseinanderzunehmen.
So, hier, das hole ich mir noch kurz ab. Mehr brauche ich auch ganz ehrlich nicht. Kohle habe ich zum Abwinken. Bis zum Abwinken. Ich brauche Eisen. Cool. So, dann werde ich vielleicht noch ein paar Lava-Spots oder so in mein Haus transplantieren oder wie das heißt, ist ja auch egal. Sowas werde ich vielleicht noch machen. Eben mein Haus noch verbessern. So, da muss auch noch ein bisschen was. Ist da noch mehr? Ja, da ist noch mehr. Schön. Und dann mal gucken. Also ich schätze mal, wie gesagt, die Höhle, dann Haus und noch so ein paar Sachen, die man sich halt noch bauen kann. Die jetzt nicht unbedingt wichtig sind, aber die man sich ja ganz gerne so mal so als Spielerei bauen kann. So, okay, hier kann ich wieder zumachen. Da verläuft man sich auch nicht so sehr. Okay, ich brauche aber noch ein bisschen mehr Stein. Oh, verdammt. Das habe ich jetzt irgendwo random hingebaut. Aber es passt sogar. Ja, funktioniert sogar. So, ich um... Ach nein, Quatsch. Bin ich irgendwie dumm? Das brauche ich ja gar nicht verschließen. So, okay, eine Spitzhacke ist weg. Das ist schlecht. Nehme ich am besten Stein von hier drin, ist ja egal. Ein bisschen Stein muss ich jetzt halt noch abarbeiten. Und ich schätze, ich werde dann jetzt heute das Let's Play beenden. Wann ihr dann die Part seht, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung, seht ihr dann hier. Jo, alles Gute. So, dann mache ich das einfach so, dann spare ich mir ein bisschen Platz. Ja, spare ich mir. Und, warte mal. So, genau, so. Und hier auch zu. Schön. Dann können wir hier eigentlich wieder so eine Fackel dran machen. Da haben wir wieder ganz viel Kohle. Habe ich eigentlich nur... Ja, ich habe noch Stäbchen dabei. Kohle habe ich auch eigentlich genug. Ich mache es trotzdem nochmal kurz ab. Ja, das Problem ist jetzt einfach nur, dass ich noch keinen Diamant gefunden habe. Diamant wäre jetzt noch das, was jetzt auf meiner Liste stehen würde, was ich unbedingt brauche, damit ich Obsidian abbauen kann. Ansonsten würde ich das eigentlich gar nicht brauchen. Ist zwar schön, Diamant und so, aber ist jetzt nicht überlebenswichtig. Ist sowieso gar nichts. Und das Gute ist, ich brauche jetzt keine Angst vor Gegner zu haben. Weil ich habe sie ausgeschaltet. Ein Fallschaden ist auch egal. So, was immer ganz wichtig ist, wenn man jetzt Eisen findet, dann sollte man immer noch so ein bisschen herumgucken. Das kann nämlich immer sein, dass sie noch ein bisschen versteckt noch liegen. Weil es gibt ja immer so Adern, sag ich mal. So Silberadern oder...